Wann geht die Rentenerhöhung 2023 endlich los? Wann kommen endlich die Rentenanpassungsbescheide? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Rentenerhöhung 2023 ist ja fix. Im Osten wie im Westen gibt es mehr Rente. Wir haben dann zum 1.7.2023 einen einheitlichen Rentenwert von 37,60 Euro für jeden festgestellten persönlichen Entgeltpunkt. Aber die spannende Frage ist ja, wann geht denn nun endlich die Rentenerhöhung tatsächlich los? Wann kommen denn nun endlich die Rentenanpassungsbescheide? Und da kann ich Sie alle beruhigen, alle 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die Rentenanpassungsbescheide kommen ab dem 16. Juni 2023. Da geht's los. Die Drucker des Rentenservice der Deutschen Rentenversicherung bei der Deutschen Post, die laufen schon auf Hochtouren und die ganze Aktion soll dann zum 26. Juli 2023 beendet sein. Dann sollen alle rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die A eine Altersrente, B eine Erwerbsminderungsrente oder eine Hinterbliebenenrente bekommen, dann ihre Rentenanpassungsbescheide bekommen. Prüfen Sie bitte die Rentenanpassungsbescheide, ob die neuen Rentenwerte mit den vervielfältigt mit den persönlichen Entgeltpunkten tatsächlich dann auch den Prozentwerten für die Rentenerhöhung Ost und West entspricht. Meine Damen und Herren, das Warten hat ein Ende. Die Rentenanpassungsbescheide kommen in gut 10 Tagen. Heute ist der 5. Juni 2023. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ciao!